Hallo ihr Lieben, wir haben bislang immer in den Ebenen rechts und links neben uns gearbeitet, also an der Seite, egal ob jetzt wechselseitig oder parallel. Jetzt wollen wir uns am Schmetterling wagen, das heißt, ihr arbeitet in der vorderen Ebene. Dazu werden die Poise nach vorne zusammengeführt. Ihr dreht also jetzt vor dem Körper. Ja, wichtig hierbei ist, ich ziehe die Hände langsam zusammen, eine Hand etwas weiter vorne, eine Hand etwas weiter oben, um den Schmetterling zu machen. Es ist eine reine Übungssache, aber ich weiß, ihr kriegt das hin.